Wir lernen jetzt auch kennen, zum Schluss also eine ganze Volksmusikfamilie. Fehmärkte und Fehprämierungen sind Anlässe, wo es volkstümlich zugeht. In fast allen Regionen findet es statt und neben den Bauern und Händlern kommen viele Leute zusammen, die das Fest halt feiern, wie es fällt. Und wie bei vielen Kalenderbrüchen, wo Fest einer Jahreszeit zugeordnet sind, darf aber auch hier die Volksmusik nicht fehlen. Im Fall von Samstagern im Kanton Zürich haben wir Volksmusikanten angetroffen, die fast beispielhaft für alles stehen, was viele typische Merkmale von unserer Volksmusik ausmacht. Familienmusik als Hobby, aus Freude und mit Traditionsbewusstsein. Die Bauernfamilie Ulrich aus dem Bisistal. Ich habe immer gerne gesungen und gejuzet. Und das war eigentlich mein Kinderwunschtraum, als ich einmal mit Musik zusammen singen und jutzen kann. Und jetzt ist mir das in Erfüllung gegangen, in dem, was die Jungen Musik machen. Die Mutter hat ein bisschen gejutzt und gesungen und der Vater ein bisschen Knullorgel. Und wir haben einfach hier angefangen. Jetzt haben wir es gelernt und jetzt bleiben wir bei dem, wo wir sind. Etwas Frisches. Nein, nein. Etwa einen frischen Tanz, einen anderen Tanz zu lernen, das ist etwa nur das, was man lernt, aber nicht zu einer anderen Band oder irgendetwas. So. Durch die Brüder und die Schwestern habe ich eigentlich angefangen, ein Klippel an das. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen. Wir hatten das Urgal in den Heimen gehabt. Und da haben sie sich ja nie. Ja, wir haben drauf gelernt, zu fünften miteinander auf einem Urgal. Und dann ist das immer mehr gefallen. Und durch das hat jeder Auge ein Urgal gekauft und etwas Neues mitgenommen und so. Vor allem auch die alte Musik. Wir wollen die behalten, wir wollen die nicht vernachlässigen. Und wir sagen Rock'n'Roll-Musik und Heavy Metal und so. Da gibt es genug Musik. Wir wollen Volksmusik, als junge Leute vor allem. Wir wollen die behalten, wir wollen die weitergeben. Familie Ulrich kann man übrigens auch auf Platte hören. Die heisst Echo vom Pfannenstock.